Die Märkte sind sehr stark fokussiert auf die morgigen Inflationsdaten, aber in diesem Video will ich Ihnen zeigen, dass es da noch etwas anderes gibt, was zu beachten ist. Das kommt nämlich am Mittwoch und das sind die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen zum Konsum. Denn was ist eigentlich Inflation? Klar, da muss erstmal eine gewisse Geldmenge da sein, damit Inflation entstehen kann. Aber da gibt es auch eben dieses Thema Nachfrage und Angebot. Und wenn die Nachfrage sehr stark ist, dann fallen die Preise normalerweise nicht. Sie kennen das, wenn Sie irgendwo einkaufen, je mehr Nachfrage, umso latent höher die Preise, je weniger Nachfrage, umso latent niedriger die Preise. Dementsprechend ist das evident, dass für die FED natürlich sehr wichtig ist, für alle Notenbanken sehr wichtig ist, wie schaut es denn mit der Nachfrage aus? Und die US-Notenbank hat mehrfach gesagt, naja, wir wollen die Nachfrage nach unten bringen, damit wir die Inflation nach unten bringen können. Und so kommen zwar morgen die CPI-Daten, also die Inflationsdaten aus den USA, aber schon am Mittwoch kommen die Einzelhandelsumsätze in den USA und da erwartet man Wundersames, aber eins nach dem anderen. Nämlich bei dem Konsum dürfte es so sein, dass wir sehr, sehr starke Zahlen sehen. Die Bank of America, die über Credit Cards und Debit Cards natürlich extrem gute Einblicke in das Konsumentenverhalten hat, sagt, das wird ein richtiger Schnaps nach oben bei den US-Einzelhandelsumsätzen. 5,1% zum Vorjahresmonat, also zum Januar 2022. Warum? Die Leute haben viele Jobs, wir haben höhere Minimum Wages, also höhere Mindestlöhne und es gibt auch die Anstiege in den Social Security Payments, also verschiedene Gründe, warum diese Einzelhandelsumsätze, warum der Konsum wohl im Januar so stark gewesen ist. Und das könnte eben jetzt bedeuten, übrigens ein Anstieg zum Vormonat von der Bank of America erwartet 3,0%, der Bloomberg-Konsensus erwartet nur 1,7%. Und das könnte bedeuten, dass vielleicht morgen die Inflationsdaten, wenn sie denn einigermaßen im Rahmen der Erwartung reinkommen, gar nicht so der wirkliche Trigger sind, sondern möglicherweise dann eben die Konsumdaten am Mittwoch. Das zumindest sollte man im Hinterkopf haben, dass wir nicht nur uns zu stark auf die Inflationsdaten fokussieren sollten, wie auch immer sie ausfallen. Sie wissen, da gibt es diese neuen Berechnungsmethoden. Der Warenkorb ist anders gewichtet worden. Dementsprechend sind Prognosen schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft des Ergebnisses betreffen. Also das wäre das zweite Ding, was zu beachten ist. Nicht nur morgen die CPI-Daten, sondern die Retail-Sales, die wir am Mittwoch sehen. Und wenn diese Retail-Daten, also diese Einzelhandelsumsätze stark sind, dann ist vielleicht die größte Sorge der Märkte gar nicht mal mehr die globale Rezession, die man ja lange angenommen hat und die nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, das dürfen wir nicht vergessen, sondern eine Wirtschaft, die vor allem stärker ist, als man erwartet hatte. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Notenbanken eben weiter die Zinsen anheben und hochhalten müssen, damit diese Inflation eben wieder nach unten kommt. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass die Märkte eben, naja, eine gewisse Fallhöhe haben. Warum? Wir haben schlichtweg gesehen, dass die Gewinne der Unternehmen ja deutlich schwächer geworden sind. Wir sehen ein deutlich schlechteres Earnings per Share Growth im Jahr 2023. Und das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich teurer sind, als wir Anfang 2022 es gewesen sind, als der S&P 500 bei 4.800 Punkten sein Allzeithoch gemacht hat. Derzeit zum Beispiel ist erwartet, dass der Gewinn pro Aktie in einem S&P 500 Unternehmen bei $197 ist. Wir sind jetzt aktuell bei $197, wenn wir uns die Berichtssaison, die bis ja weitgehend schon gelaufen ist, anschauen. Die Prognose für 2023 ist aber $220, also deutlich höher. Da muss also jetzt eine deutliche Verbesserung reinkommen, sonst würde dieses Earnings per Share deutlich nach unten gehen. Und hier sehen wir nochmal die Inflation. Klar, das ist jetzt der nächste Fokus, nämlich morgen 14.30 Uhr. Die Erwartung ist, dass die Inflation zum Vorjahresmonat um 6,2% gestiegen ist. Das wäre dann der siebte Rückgang, in Anführungszeichen, zu
den Vorjahresmonaten. Wir waren im Juni ja bei 9,1 und dann ging es immer weiter runter. 8,5, 8,3, 8,2, 7,7, 7,1, 6,5 und jetzt also 6,2%. Aber für die Notenbanken natürlich auch wichtig. Naja, wie schaut es denn mit dem kürzerfristigen Trend aus, dass wir praktisch aufgrund des veränderten Basiswertes, was die Vorjahresmonate betrifft, zurückkommen, ist ja völlig klar. Aber wie schaut es denn mit der kürzerfristigen Dynamik aus, also mit den letzten 1, 2, 3 Monaten? Und ich hatte öfter schon hier thematisiert, dass man ja am Freitag die Daten aus dem Dezember und November nach oben revidiert hatte. Jedenfalls hier mal die Erwartungen. Konsens bei 6,2%, da gibt es einen Ausreißer, SMBC Nikko Securities, sehr unbekanntes Haus, 6,7%, sonst aber keiner unter 6,1%, also alle so 6,1, vor allem 6,2, wenige 6,4%, manche 6,1% und dann eben dieser Ausreißer 6,7%. Und die Reaktion der Märkte auf Inflationsdaten ist teilweise schwierig. Erinnern wir uns, das Dezember-CPI, also als dann im Dezember die Novemberzahlen veröffentlicht wurden, so muss man es ja sagen, ging es zunächst nach oben, weil die niedriger waren als erwartet. Die sind auch inzwischen nach oben revidiert worden, sei es drum. Aber dann haben die Märkte doch wieder abverkauft und andersrum haben wir heißere Inflationsdaten schon gesehen und die Märkte erstmal abverkauft und dann wieder gestiegen. Also das wird eine ziemlich tricky Geschichte morgen. Jedenfalls sehen wir in den Inflation Swaps, dass die davon ausgehen, dass die Inflation zum Vorjahresmonat bei 6,24% liegt, also ein Ticken heißer als erwartet. Und hier unten sehen wir das, was ich heute Morgen schon mal gezeigt habe. Wir haben durchschnittlich so eine Bewegung von 2,5 bis 3% bei den Märkten, bei den Inflationszahlen. Wie schaut es denn aus mit den Löhnen? Ja, natürlich auch eine sehr wichtige Geschichte. Atlanta Fed's Median Wage Growth Tracker, der zeigt, da sehen wir jetzt nicht unbedingt jetzt noch weitere Aufwärtsdynamik, aber eben auch noch keine Abwärtsdynamik. Wir sind nach wie vor extrem hoch. Hier wird unterschieden zwischen insgesamt Teilzeit- und Fulltime-Löhnen. Die Teilzeitlöhne gehen ein bisschen oder haben so einen ganz leichten Knicks, die Fulltime-Löhne dagegen nicht. Und heute Aussagen dann von der Fed selbst, nämlich von Bowman, und die hat etwas gesagt, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, was zentral für das Verständnis ist, als sie sagte, ja, okay, die Kosten und Risiken, dass wir die Geldpolitik weiter strafen, sind durchaus gegeben, aber ich denke, die Kosten und Risiken, wenn wir die Inflation nicht weiter hartnäckig bekämpfen, sind deutlich größer. Das heißt, im Zweifel würde die Fed eher sich zu einer Inflationsbekämpfung, wenn man den Aussagen von Bowman glauben darf, entscheiden, als dass sie sagt, naja, vielleicht sind die Kosten zu hoch, lassen wir uns doch mal ein bisschen lockerer. Man fürchtet, dass sich die Inflation in den Köpfen verankert, die Leute immer mehr Inflation erwarten, und sie sagt ganz klar, wir müssen die Zinsen noch einige Male weiter anheben, also mindestens 2, wenn nicht 3 Mal. Und hier sehen wir, warum sie das meinen könnte. Hier sehen wir mal die sogenannte Taylor Rule, das ist sozusagen ein theoretisches Konstrukt, wo die Zinssätze bei einer bestimmten Inflation sein müssten, nämlich bei knapp 10% sind sie bekanntlich nicht, sondern noch knapp unter 5%. Aber wenn Sie mal diese graue Linie anschauen, dann sehen wir, okay, je weiter die von der Nuller-Linie entfernt ist, umso größer wohl das, was die Fed noch tun muss zur Inflationsbekämpfung. Und da wäre noch ein ziemlicher Schnaps zu tun. Wie sollte man das Ganze an den Märkten spielen? Und da hat Mohamed El Erdian gesagt, achtet auf die 2-jährige Anleiherendite. Es gibt ja verschiedene Laufzeiten bei den Anleihen in den USA. Die 2-jährige ist diejenige, die sehr stark natürlich die zu erwartende Geldpolitik der US-Notenbank Fed einpreist. Habe ich eine 10-jährige oder eine 30-jährige, denke ich mir, naja, ist doch egal, ob die jetzt nochmal die Zinsen 2, 3, 4 Mal anheben. Ich habe hier einen ganz anderen Zeithorizont, aber für 2 Jahre ist das durchaus eben sehr wichtig. Da sind wir jetzt bei 4,54% in einem Monat um 31 Basispunkte gestiegen, in einem Jahr um 304 Basispunkte gestiegen. Es war die 2-jährige Anleihe, die massiv nach oben geschossen ist, als man erkannte, dass die Fed es wirklich ernst meint. Und wenn wir zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir, dass die Absicherungen, ich hatte das heute Morgen auch schon thematisiert, deutlich nach oben gegangen sind für einen Kursverlust
beim S&P 500. Jetzt hat jemand kommentiert, bei Finanzmarktwelt, die Angst und das Bedürfnis nach Absicherung entschärft das Risiko nach unten nun deutlich. Sollten die Daten morgen nun wie erwartet reinkommen, wäre das schon positiv. Kann sein, das muss man abwarten. Wie gesagt, die Prognosen, selbst wenn die Zahl so reinkommt, wie man erwartet, wie die Märkte dann reagieren, ist wirklich nicht so ganz einfach, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir schon niedriger als erwartet ausgefallene Daten hatten zur Inflation. Die Märkte dann erstmal rauf und dann wieder runter sind, wie ich vorhin erklärte, und genau andersrum. Jedenfalls gibt es dann eben noch ein anderes Thema, nämlich Bewertungen angesichts der Gewinnrezession. Und Mike Wilson, der von Morgan Stanley zumindest 2022 eine hervorragende Zeitverquote hatte, sagt, ja, es ist letztendlich die Kombination aus eben diesen weiter ja steigenden Zinsen durch die Fed und einer Gewinnrezession, die wir sehen, die von den Märkten nicht bepreist wird, nicht adäquat bepreist wird. Vielleicht ist das ja doch noch ein Bärenmarkt. Es ist jetzt die dritte Relief Rally von 15%, die wir gesehen haben. 2000 und 2001 haben wir davon 7 gesehen, die mindestens 15% gewesen sind. Also selbst wenn wir mal 15-20% steigen, heißt das nicht, dass die Kuh schon vom Eis ist. Ein durchschnittlicher Bärenmarkt dauert 10 Monate, unserer jetzt schon 12 Monate. Und manch einer denkt sich, ich bin hier an diesem Posten, Sie kennen vielleicht dieses Gesicht, diesen Schauspieler, nicht, weil ich besonders gut wäre, sondern weil ich antizipieren muss, wann die Musik aufhört zu spielen. Und die Frage ist, hat die Musik aufgehört zu spielen? Aber die Märkte, oder die Musik hatte ja schon längst aufgehört zu spielen. Die Märkte wollten lange tanzen, dann haben sie ein bisschen schockiert reagiert, als sie merkten, die Musik ist aus. Aber jetzt wollen sie unbedingt wieder tanzen, weil sie jede Sekunde erwarten, dass die Musik wieder anfängt. Mithin, also die US-Notenbank Fed, die Zinsen senkt. Und so ist die Stimmung sehr, sehr bullisch. Wir sehen hier mal Privatinvestoren wie auch institutionelle Investoren deutlich nach oben gegangen. Wir sehen auf der anderen Seite hier Extreme Greed in so vielen Parametern, wie hier Game of Trades zeigt. Wir sehen, dass ein übergeordnet, also im größeren Zeitfenster, eine extrem starke Positionierung innerhalb des Aktienmarktes, also ein Exposure, nicht der Fall ist. Aber wir sind hier wieder deutlich nach oben gegangen und nähern uns den Durchschnitten an. Und die Frage ist, kann es ein Soft Landing geben, wenn die Fed mehr oder weniger gezwungen ist, die Zinsen weit oben zu halten, bei einer Gesamtverschuldung von 94,16 Billionen Dollar, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier zeigt. Wie soll dann ein Soft Landing passieren? Der Hannes glaubt jedenfalls nicht dran und das ist in der Summe auch vorstellbar, gerade wenn wir uns mal die Geschichte zu Gemüte führen. Da gab es das noch nie, dass es dann nicht irgendwie einen Unfall gegeben hätte in einem solchen Tightening Cycle. Und Unfall vielleicht auch in Sachen künstlicher Intelligenz. Wir hatten ja erst diese Euphorie um NFTs, dann hatten wir Metaverse. Ging auch ein bisschen nach hinten los teilweise. Jetzt haben wir mit Google so ein erstes kleines, wirklich bedeutendes Opfer gesehen. Aber vielleicht wird es da noch weitere Opfer geben. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht, wo ich sagte, es wird einen Ausleseprozess geben. Die Frage ist, ob die, die übrig bleiben, dann wirklich die große Nummer gezogen haben, so wie das eben eine Google gewesen ist in Sachen Suchmaschinen. Und jetzt noch zu dieser geopolitischen, wie soll man sagen, Groteske, die derzeit abläuft mit diesen Ballons. China hat heute gesagt, ja, die Amerikaner haben mehr als 10 Ballons in den chinesischen Luftraum geschickt. Die Amerikaner sagen, naja, das wollen wir nicht, wir haben keine Ballons, gell, was ist ein Ballon, das wissen wir ja gar nicht. Und jetzt wurden in den letzten 8 Tagen 4 Objekte abgeschossen, also das ist schon so eine Art UFO-Groteske, die wir derzeit sehen. Hier sehen wir mal die verschiedenen Abschussorte dieser UFOs. Und wer gesagt hätte, also das Thema des Jahres 2023, das werden Ballons sein, den hätte man wahrscheinlich für verrückt erklärt oder zumindest ein zentrales Thema im Jahr 2023. Und wer hat es geahnt? Die gute Nina, meine Damen und Herren, die schrieb da schon oder textete schon Panic Bells, it's red alert, there's something here from somewhere else, the war machine springs to life. Ich kann mir vorstellen, dass die gute Nina mit ihrem 99 Luftballons, der ja auch in den USA ein Nummer 1 Hit war, soweit ich das erinnere, nochmal einige Tonträger oder Streams hier dazu bekommt, verkaufen kann. Also das ist wirklich schon ein Treppenwitz der Geschichte. 2 abschließende Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wochenanalyse, die große Gefahr einer Trendumkehr. Extrem präzise, gute Analysen, wie jetzt die Lage eigentlich ist beim DAX. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung,
auch extrem wichtig. Wie schaut es denn aus mit diesen Optionen? Ich hatte immer wieder darüber gesprochen. Wir haben teilweise 70% des Volumens bei Aktien wird über Optionen bereits bewegt. Hier der FOMO-Handel. Kleine Wetten schlagen, große Wellen. Zweite Empfehlung. Ich wünsche jetzt das Allerbeste. Wir sehen uns morgen zum Videoausblick. Servus, ciao.